Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. 14.959, das heißt, wir haben hier die 15.000er Marke als psychologische Big Number oder die 14.900er Marke, die ein Tickchen tiefer ist. Und wir schauen wie immer auf den gestrigen Tag. Gestern keine kleinen, bis auf hier die 27er, die ist dann sauber ausgebrochen. Ansonsten gab es keine kleinen Vola-Boxen, Blue-Boxen. Wir machen jetzt mal ein bisschen kleiner und schauen uns aber die Range an gestern. Oh la la, 438 Punkte. 438 Punkte. Wir haben Big Number 5,2, 5,1, 15.000 und 4,9. Dreimal die Big Number gestern getestet. Durchaus denkbar, dass es heute ein bisschen ruhiger wird. Katerstimmung. Ja, schauen wir mal. Wir haben oben 15.700 zumindest jetzt unsere Box platziert. Macht das Bild wieder kleiner. Falls der Kurs dann doch runtergeht unter 50, werden wir das Ganze natürlich in die andere Richtung nach unten verschieben. Gehen wir auf die grünen Boxen, die Vola-Boxen. Auch hier sehen wir die Felder, die natürlich gestern kurz da gewesen, aber dann war der Markt ja zu weit hinten. Wenn wir jetzt mal auf Zeitraum anpassen, wir haben gestern unser Tagesziel ja sauber erreicht. Vierter. So, und sehen hier da oben 1, 2, dann hatten wir eine Big Number hier sauber nach unten getradet, MTX gestern getradet, also hat zumindest ausgereicht. Und wir blicken wie immer jetzt einmal auf die großen Zeitebenen und fangen an bei Ethereum. 3.200, gestern war das hoch bei 3.500 Ethereum und das ist also eine Kryptowährung. Dann bleiben wir gleich unten und gehen von unten nach oben und schauen uns einmal Bitcoin an. 54.000 pendelt sich jetzt bei dem Bereich ein. So, dann gehen wir ein Stückchen höher und kommen dann hier zu den Indizes. Fangen wir an beim S&P 500. Der hat gestern noch kein Short Setup abgedeckt. Wir sehen es hier, er ist zurückgekommen. Dann haben wir den Technologiemarkt, den haben wir uns angeschaut. Da sind wir short aktuell mit unserer Tagesstrategie. Öl ist hier in dieser Range immer noch in dieser orangenen, die wir schon formuliert haben. Kommen wir zu Gold. Gold hat den 200-Tag leitenden Durchschnitt hier als Widerstandsmarke. Da muss er rüber, dann ist die Bahn für Gold zumindest frei. Und the good old German DAX ist short. Bis wohin kann das Ganze gehen? Nehmen wir nochmal unsere Fibonacci-Zahlen vom letzten signifikanten Tief zum Hoch. Und da sehen wir hier das letzte Tief, was hier ausgebildet war, war am 30. Oktober bei 11.300. Das heißt, Luft für die minimale Erholungsphase liegt bei 14.531, also noch eine Strecke. Ja, aber wir sehen 400 Punkte an einem Tag. Das geht ja dann relativ zügig. Jetzt die Frage natürlich an alle, wo kommt die Vola-Box raus? Die Vola-Box wird bei 14.926 aktuell erwartet. 14.926. Ich lasse auch das kurz mal stehen hier, damit die anderen Teilnehmer sich das anschauen können. Und es geht los. Kurze Info, es ist 9.09 Uhr und soeben sind wir auch im ersten Trade short im DAX. Big Number Trade für unser Videotagebuch auch. 14.992 short und 15.007 sind wir long, also ein James Bond Trade. Und wir stehen kurz vorm Landeanflug. Ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt und dann wäre heute auch wie jeden Tag die Marke erstmal 50 als Zielmarke, also 15.050 Zähler
Und nach unten herum wäre dann erst ab dem dritten Trade dann auch die Zielmarke der 50er Marke. So 84, 83. Noch ein Schwung nach unten. Und wir halten fest, 9:11 Uhr, das war der Eröffnungstrade für unser Videotagebuch. Verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Und wenn ihr Lust habt, morgen natürlich wieder zur selben Uhrzeit. Und wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter.